Aber wir nehmen die andere Stelle. Ja. Sphinx, du bist die Sphinx und ich bin der Ödipus. Ödipus schreitet über die Ebene vor den Toren Thebens. Sphinx, Buh! Wie weiß ich es denn? Wir kommen ja auch direkt aus der Unterwelt, dem Hades. Und frage dich, Quo Vadis? Eben sagt man mir, er will den Ödipus lesen. Das ist dann Lister in Sphinx. Ist doch mal gut. Ach so, Ödipus. Ich fange nochmal an mit. Hey, boah, krass, hast du mich erschreckt, ey. Ich weiß, denn ich komme ja auch direkt aus der Unterwelt, dem Hades, und frage dich, Quo Vadis? Ey, bist du nicht die Dings? Die Sphinx! Ja, genau, meine ich ja, die... Die Sphinx! Die Pfingst mit S! Sphinx! Allerdings, ich bin die Sphinx! Und wer bist du? Ich, Ödipus. Und mit Nachnamen? Rex. Hä? Ödipus Rex? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass du ziemlich lecker schmeckst. Was? Wie meinst du denn das jetzt? Sphinx! Sphinx. Ich werde dir jetzt ein Rätsel stellen. Und gelingt es dir nicht darauf, die richtige Antwort vorzuweisen, dann werde ich dich verspeisen. Oh, bitte nicht, friss mich nicht. Ich bin nur noch so jung. Na ja, das sagen sie alle. Doch in diesem Falle zu deiner Beruhigung, ganz so schlimm ist es nicht. Wenn du es errätst, gebührt dir immerhin zum Lohn die Hand der Königswitwe sowie Thebens Königsthron. Oh, ach so. Ja, nee, danke. Das ist ja. Ist ja ganz schön schnell. Gell? Gibst du auf? Ja, okay. Ich gebe auf und nehme auch gerne in Kauf, dass ich gefressen oder König werde bei diesem Spiel. Mein Leben bedeutet mir eh nicht mehr besonders viel. Tatsächlich? Ja, denn unaussprechliche Dinge hat mir das Orakel prophezeit. Drum verbringe ich zurzeit eine ziemlich doofe Zeit. Oh je. Na, wie ich sehe, bist du sehr redselig. Doch das wird dich nicht retten, denn mein Rätsel, das errätst du nicht. Ja, wollen wir retten? Das schaffe ich doch mit links. Na los, stell mal dein Rätsel, Sphinx. Was ist das? Es läuft am Morgen auf 4 Beinen, am Mittag auf 2 und im Allgemeinen am Abend auf 3. Oh, das ist schwierig, ja. Also, ja. Ja. Ja, also ich schätze, wäre es okay, wenn ich jetzt den Telefonjoker setze? Nein, das ist verboten. Oh Mann, warum denn? Telefone sind zu dieser Zeit noch nicht erfunden. Und den Publikumsjoker, wo wir gerade dabei sind? Nein, geht auch nicht. Oh Mensch. Stimmt. Die Antwort ist korrekt. Du hast gerade das Rätsels Lösung entdeckt. Welche nochmal? Na, der Mensch! Er kriecht am Morgen seines Lebens als Kind auf allen 4, am Mittag seines Lebens kann er dann auf 2 stolzieren und am Abend seines Lebens, dann nützt ihm sein Krückstock, auf den er sich stützt, als 3. Bein. Ah, ja klar, der Mensch, genau. Na, aber, du warst so versessen drauf, mich aufzureißen, ja? Also ich würde mal sagen, das kannst du jetzt vergessen.